herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Und wir hatten ja hier dieses Funduslager gefunden in dieser kleinen Militärbasis. Jetzt müssen wir aber aufhören hier, weil wir können nichts mehr tragen. Wir sind rappelvoll, Munition bis an die Zähne. Und jetzt zurück zum Laster und dann versuchen wir zu unserem Versteck noch zu kommen, dass wir den anderen Laster vielleicht benutzen können. Komm, hauen wir ab hier, ey. Jo, wir hauen ab hier. Hier liegt ja nichts rum. Gar nichts. Überhaupt nichts. Nichts zu holen hier. Ich kann noch mal dazu die Tür. Ach, die brauchst du nicht zumachen. Für wen? Pass auf, fall hier nicht übers Loot. Ja. Und wieder zurück. Hoffentlich fährt die Karre noch, sonst haben wir ein Stück zu laufen. Nur zwei Sonderbeine? Ja, aber das ist echt weit. Weil der erstmal alles hinmalen muss. Das war das vielleicht. So. Wollen wir mal gucken, dass die Karre uns jetzt noch ein Stück weiter fährt. Wo sind wir eigentlich? Wir sind da, wir müssen da rum. Okay. Jo. Na los, LKW, das schaffst du noch. Oh, das sieht nicht gut aus. Geht nicht mehr an. Nein. Wir hätten nicht anhalten dürfen. Die Karre geht nicht mehr an. Und die steht hier verdammt schlecht. Hier laufen dauernd Leute, da gehen nämlich immer viele looten. Die wird nächste Mal nicht da sein. Ja, dann müssen wir leider laufen. So ein Scheiß. Na. Ja, jetzt muss ich überlegen. Am besten nehmen wir eine Abkürzung. Also da durch Vibor laufen. Oh, Moment, doch. Wer weiß, vielleicht steht da ja ein Truck. Ja, dann machen wir jetzt mal herzlich willkommen beim DayZ Wandersimulator. Ja, wir wandern jetzt erstmal nach Vibor. Und hoffen, dass wir da ein Auto finden. Aber erstmal finden wir einen Zombie. Siehst du den? Oder? Ach, doch, das ist einer. Da. Warte mal, das mache ich jetzt aber anders. Hätte ich doch mal meinen PU-Scope schon mal. Ja, das kann ich so noch nicht sehen. Mit der Makarov aus der Entfernung, wie viel Schuss hast du gebraucht? 4 oder 5. Ja. Dann, pass mal auf, dann probier jetzt mal was aus. Du hast doch, schieß mal nicht in meine Richtung, du hast doch noch mehrere Magazine voll, ne? Ja, hat er doch eben gewechselt schon. Hat er schon gewechselt, gut. Ja. Alles klar. Das hat mir angezeigt, mit F, wechseln, bitte. Hm, gut. So, dann können wir auch gleich da gucken, ob da ein Truck steht. Ah, das sind so die COD-Spieler, weißt du, die Call of Duty-Spieler, die können das. Ja, dann ist ja gut. Ich kann das nämlich nicht so gut. Ich habe da nicht viel Übung. Dafür habe ich einen guten Orientierungssinn und ich weiß genau, wo wir sind. Und dass da eigentlich hier auf diesem kleinen Höfchen jetzt ein Truck stehen könnte. Tut's aber nicht, dann müssen wir weiter. So. Ja, dann wäre der hier hinterm Zaun. Ich gucke mal eben hier auf die Karte. Das lohnt sich jetzt aber nicht, da die ganze Vibor lang zu gucken. Nur wegen dieser einen Truck-Spawn-Punkt. Dann machen wir jetzt hier eine Abkürzung und sehen zu, dass wir Richtung Pustoschka kommen. Das heißt, wir müssen in diese Richtung weiter. Okay, nein. Gut. Das war dann schon mal Mischkino. Dann kommen wir gleich wieder zu einer anderen großen Zeltstadt. Und dann habe ich gerade so eine Idee. Wir haben doch jetzt massenhaft an Munition und so, ne? Jo. Wir sollten was ablegen und verstecken. Ne? Jo. Und dann
Damit wir wieder Platz in den Rucksacken haben, wenn wir irgendwo hinkommen, was finden, dass wir das auch mitnehmen können. Weil so viel Munition, wie wir jetzt dabei haben, können wir sowieso nicht verschießen. Stimmt doch, ne? Wer weiß? Okay. Du bist hinter mir, ja? Ich bin immer noch hinter dir. Okay. Das ist hier so ein bisschen tricky, dass wir auch richtig auskommen. Kann man sich nämlich leicht mal verlaufen und die Richtung verlieren. Muss man ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen, wenn man den Kompass keines Blickes würdigt. Hoffentlich ist das alles so richtig. Werden wir ja bald sehen. Ach ja, wenn du jetzt hier über den Wald guckst und siehst so komisch hellgrüne Berge, ja, auf der anderen Seite hinter dem nächsten Wald da hinten, ne? Mhm. Das ist schon Kartengrenze. Da ist dann schon Fini. Schluss, Ende, aus. Am westlichen Ende der Karte. So, und da ist die Zeltstadt. Hier habe ich ja gesagt, habe ich schon seit längerer Zeit kein Zombie mehr gesehen. Ich weiß auch nicht. Kein Zombie hier. Bist noch hinter mir, ja? Ja, ich bin noch hinter dir. Dann laufe ich und verrate ich jetzt schnurstracks mein Geheimversteck, wo ich zwei Militärzelte versteckt habe. Achtung, ich mache hier so einen Haken. Ach, jetzt habe ich wieder so einen Mega-Leck hier. So, gut. Und hier liegen die beiden Militärzelte. Weißt du was? Mach doch mal Folgendes. Sei mal mutig. Leg mal deinen Rucksack ab. Und schnapp dir eins von den Zelten. Das trägst du dann anstatt des Rucksacks. Und dann folgst du mir. Hier muss das aber klappen. Wo bist du, Alter? Na, schauen wir mal. Nö, nicht genug Platz. Ach, ja. Nee, hier ist kein Platz, das stimmt. Hier ist kein Platz. Hier ist kein Platz, nein, Ivo. So viele Bäume, da kann man jetzt nicht aufbauen, nein. Ja, das ist vielleicht nicht gerade genug oder das Gras zu hoch, ich weiß es nicht. Nochmal versuchen hier. Ah, siehst du wohl. Mann, so, jetzt wenn du mal hier reinkommst und jetzt mal an der richtigen Stelle stehst, dann kannst du... Das hat irgendwie wie ein Rucksack 252 Plätze. Denn hier, wo ich stehe, geht das. Big Military Tent. Wie ein Rucksack 202, 0 von 252 Plätze. Siehst du das? Mhm. Ja? So, jetzt das Problem ist aber, du kannst da nicht runterscrollen. Nur die, die du jetzt siehst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind das. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Reihen. Das heißt also, es sind nur 98. Alles, was weiter unten ist, man kann nicht scrollen. Das ist blöd. So, jetzt pack's mal auf. Jetzt pack mal ein bisschen was von deiner Munition da rein.
Munition. Wovon du so viel hast, weißt du, dann habe ich hier sofort noch. Das meiste ist alles im Rucksack. Ja, das stimmt. Dann müssen wir das gleich holen. So. Du hast doch auch die Munition, die ich reingelegt habe, hast du doch auch, ne? Hier diese 762er. Ach. Nee, die habe ich nicht mitgenommen. Die 762 mal 39, hast du da keine von? Die brauchst du doch für deine SKS. Na, da hatte ich doch nur das eine gefunden, diesen Clip, den 10x10. Ja, und dann war doch da die Schnecke mit den 75 drin. Ja, aber da hatten wir doch, sind wir doch raus, weil wir keinen Platz mehr in unseren Rucksäcken hatten. Ach so, hast du die da gelassen, okay. Ja. Gut. So, jetzt passe ich hier noch ein bisschen rein. Was haben wir denn noch? Die Richtung ist schon mal die richtige. Oh, jetzt habe ich hier wieder Megaleck. Aber richtig, auf 1, 2 FPS. So. Ah ja, gut. Dann erleichter mal deinen Rucksack ein bisschen ins Versteck. Boah, ich muss dringend trinken, stelle ich mal gerade fest. Aber ich habe ja gar nichts. Sind meine Flaschen? Ach, da. Ne, die ist leer. Oh, oh. Meine ist auch leer. Ich habe noch eine Notflasche. Ja, komm mal raus. Ich zeige dir was. Wenn du jetzt hier in die Richtung guckst, wie ich guck, dann siehst du hinten auf der Wiese quasi so einen dunklen Strich. Siehst du den? Ja, die Grenze. Das ist die Kartengrenze. Dahinter ist öde. Da kannst du laufen. Da kommt nichts mehr. Nur noch Wiese, unendlich. Und ich habe mal einen Zombie hinter mir her gehabt. Dann habe ich den hinter mir her gehabt. Dann habe ich den über die Grenze gelockt. Bis zur Grenze hat er mich gesehen. Als ich über der Grenze war, hat er das Interesse vor, hat mich nicht mehr gesehen. Dann ist er direkt an der Grenze so hin und her gelatscht, so ganz blöd, ne? Ist auch über die Grenze gelaufen. Ich konnte so nah an den Rand wie jetzt bei dir, der hat mich aber nicht wahrgenommen. Und dann konnte ich den schön umhauen mit den Fäusten. Der hat mich ja nicht wahrgenommen und ist auch nicht aggressiv geworden, war ganz interessant. Okay. Dann noch eine ganz wichtige Information. Mit dem LKW nicht über die Grenze fahren. Der sinkt im Boden ab und du bist tot. Gefährlich, okay. Auch schon, wenn du Pech hast, so 10 Meter vor der Grenze kann der schon in den Boden absinken. Ich habe das mal geschafft, bin gerade noch rausgesprungen aus dem Truck, hatte die Schuhe kaputt, die Hose kaputt, der LKW war weg, aber ich habe überlebt. Und einmal bin ich kaputt gegangen. Also LKW, Landesgrenze, da Kartengrenze, gefährlich. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Und wir gehen ja jetzt anders, jetzt gehen wir nämlich zu dem LKW-Versteck. Von einem Versteck zum anderen, wo bist denn? Ich stehe hier noch am Zelt, weil jetzt meine Trinkflasche hin. Da hat er sie hingepackt. Oh, 38% drin. Ja, ich habe nichts mehr. Ich bin durstig, noch durstig noch nicht, aber auch nicht mehr hydrated. Also ich habe bald nichts mehr. Morgen demnächst bald mal einen Brunnen. Ein Brunnen, ja, oder ein Wasserloch. Du hast ja genug Water Purification Tabletten, ne? Mhm. Dann reicht auch ein Wasserloch. Deswegen mache ich mir da auch nicht so große Gedanken drum. Aber eine Flasche ist weg. Wo habe ich denn? Ach, ich habe eine weggeschmissen, als ich die Munition gesammelt hatte. Genau. Da habe ich ja alles weggepackt. Moment mal, ich habe aber auch noch eine Wasserflasche hier in dem. Naja, ist egal. So, können wir? Yep. Gut, dann gucke ich jetzt mal, dass wir meinen Truck, der auf der Seite lag, wiederfinden. Vielleicht steht er jetzt aufrecht. Dann können wir wieder fahren. Ja, jetzt sehen wir auch. Ich hoffe, der steht nicht wieder im Baum. Ah. Nee, das sieht jetzt besser aus. Was siehst du, hier hat er gestanden mit dem vorderen rechten Reifen in dem Baum drin. Dann bin ich eingestiegen und dann ist der quasi hier raus explodiert und da, wo er jetzt steht, auf der Seite gelandet. Ja. Und jetzt, haha,
steht er wieder nach dem Reset. Ist doch schön, ne? Jo. Also, das Laufen hat ein Ende. Wo fahren wir hin? Sightseeing-Tour machen? Ja, können wir. Gut, machen wir eine Sightseeing-Tour. Aber beim nächsten Mal. Ja? Jo. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.